Nee, auf jeden Fall, weiß ich Bescheid, okay, anfangs mochte ich das nicht. Das Spiel nicht, aber durchs Anschauen von habe ich einen Gefallen dran gefunden. Super, das gefällt mir, das finde ich super. Das Problem allerdings ist, ich habe jetzt noch keine großen Trailer dazu gefunden, noch keine großen Sachen, wo ich jetzt sagen kann, okay, daraus kann man jetzt einen schönen Endscreen oder so basteln. Von daher muss ich das Spiel einfach so nehmen, wie es ist. Pur, ohne jetzt groß irgendwas. Liegt einfach nur daran, dass das Spiel so alt ist, dass es da kein Stuff mehr gibt. Und ja. Naja, Kingdoms of Amalur ist halt noch offen. Das bedeutet, ich könnte eigentlich wieder ein bisschen mehr in Vampire's Dawn reinsetzen. Wie gesagt, Sacrifice, Hellblade. Also Hellblade sind nur Sacrifice. Habe ich es richtig gemacht, finde ich. What? Alles klar. Wo muss ich da rüber? Muss ich hier lang? Ich hab's gerade ein bisschen vergessen. Warte mal, da ist doch was. Von da kam ich. Okay. Das bedeutet, ich muss schon irgendwie hier rüber. Nee, den Wind musst du jetzt mal unterm Röckchen aushalten, Alice. Entschuldigung. Nee, auf jeden Fall. Bei dem Spiel habe ich es halt richtig gemacht, weil ich wirklich so gemacht habe, wie ich Bock hatte. Deswegen bin ich auch so ein bisschen froh, dass ich etwas voraufgenommen hatte, weil ich bin halt gerade auf dem Zockertief. Am Wochenende mache ich das ganz gerne mal, um ein paar Spiele jetzt rauszuhauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig Lust habe ich jetzt nicht. Auch hierzu jetzt nicht wirklich. Klingt jetzt doof, aber so ist es einfach. Ich will die Spiele natürlich schon irgendwann mal zu Ende bringen. Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Gin aus dem Fass in die Flasche kommen? Durch einen kleinen Verschluss und nicht durch einen Trichter, du olle Schnapsdrossel. Naja. Warte mal, hier gibt's auch noch eine. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch Skyrim offen, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Skyrim ist so ein Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das weiterspielen werde. Weil ich habe es einfach erstens viel zu häufig durchgespielt. Und zweitens, weiß nicht, das ist so ein Spiel, das macht man mal an, wenn man mal Bock hat. Aber das jetzt explizit zu streamen, ist wirklich schwierig. Also ich tue mich gerade damit schwer, aber ist jetzt halt die Frage, ob das am Spiel liegt oder ob das jetzt einfach gerade an mir so liegt. So, wo muss ich jetzt lang? Da lang. Aber da will ich noch mal gar nicht lang. Aber von da kam ich. Ja, komm, drauf geschissen, einfach rüber. Na, alles. Kann ich hier eigentlich rein? Nee, ne? Scheinbar nicht. Schade. Naja, auf jeden Fall, so ist es einfach. Das passt doch perfekt zusammen und ich bin ein perfekter Richter. Zeit, dein neues Köpfchen auch zu benutzen. Und schon wieder ein neues Spielmod. Hau raus. Hau rein. What? Oh, Klicker. Also, wir können langsamer werden, wir können schneller werden. Das ist soweit okay. Noch geht's. What? Ich hoffe, ihr bleibt noch mit dabei. Wenn nämlich jetzt alle langsam schlafen gehen, dann... Wow. Alter.
What? 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 Exalten. Yo. Man kann's auch. Wie geil ist das denn? Schon cool gemacht, aber ich glaube, das wird richtig knapp. Achso, ich muss ja Gas geben. Ich kann auch die Kamera drehen, das ist gut. Einfach überleben. Gar nicht erst irgendwelche Dinger nach Ernten. Warte mal, wo muss ich lang? Hier runter. Wow. Ist das mies. Alter. What? What? Alter, ich Glückspilz. Noch mehr. What? Das ist unglaublich. Okay, super. Gibt's hier noch irgendwas? Nope. Wunderbar. Ich rutsch mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Au! Nein! Au! Hot! It's getting hot in here. Ah. Ouch! Ah. Nope. Slow-mo. Robot trip! Ich finde das gut. Dieses Level finde ich gruselig. Dieses Level finde ich richtig cringy, gruselig und eklig. Liegt vielleicht daran, dass es halt alle so Babypuppen sind. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist nicht meins. Überhaupt nicht. Ich finde das so ekelhaft. Boah. Schweineschnauze, ich höre dich. Okay. Später. Alter. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt, was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Tja. Schon mal gesehen, dass das aus Fleischsteaks besteht. Schon cool. What? Wie soll man das denn schaffen? Oder ist das festgegeben? Ich probiere es mal. Irgendwie muss man das schaffen. Diese Texturen des Bodens sind aus Fleischskulpturen. Das Glas, ja, das Glas. Geil. Oh, schön, wenn die Gegner so dumm wie Brot sind. Herrlich. Hallo Leute, tanzt das Brot. Wer kennt das? Bernd das Brot. Okay. Lass mal gucken. Da runter geht's. Hier kann ich noch runter.
ich nicht. Hallo, Leute, tanzt das Brot. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich zum ersten Mal diese Dauerwerbesendung auf Kika gesehen habe von Bernd das Brot, habe ich echt gedacht, da kommt irgendwann eine neue Folge. Bis ich nach der fünften Wiederholung, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, richtig dicht, also richtig Hacke, und habe ich einfach angefangen, dieses scheiß Dingsbums zu gucken, und nach der fünften oder sechsten Wiederholung konnte ich einfach mitsprechen, und saß ich dann so irgendwann so vor der Dingsbums. Warte mal. Das ist ein Mund, da oben ist ein Gehirn. Wenn man das jetzt zu 90, wenn man das um 180, wenn man das jetzt spiegelt, dann ist das Kind oben im Kopf. Hä? Ich nehme es einfach. Ich lasse es einfach. Lass mich raten, diese Tür geht auf, wenn ich den Schalter betätige. Auf jeden Fall, ich habe mir das dann 5000 Mal angeguckt und dann irgendwann, hallo Leute, sonst was? Und ich war da so fertig. Er hat es nicht freiwillig. Au! Hat sie mich freiwillig Dingsbums. Freiwillig einliefern lassen. Ha! Was man nicht alles für ein Zahnemann tut. Ja, das stimmt. What? Ich dachte... Okay. Beobachten, Muster kennenlernen. Alter Schwede. Okay, was haben wir denn hier? Puppe ist da. Ich will aber dahin. Ah, das ist jetzt offen. Das ist jetzt offen. Das ist jetzt offen. Super. Sekunde. Ba-ba-ba-bam. Kenne ich nur zu gut. Alice am Spieß. Leicht. Ja, Alice ist ja relativ leicht. Also leichtes Fleisch, von daher. Ganz wenig Fett, nicht so viel Kalorien. Schön zart und saftig und lecker. Passend übrigens zu den Stufen, guckt's euch an, das ist Steak. Nee, Quatsch, wir haben die Alice ja lieb. Hoffe ich zumindest. Sonst gibt's mit dem Stecken dieses Einhorn. Dieses Einhorn. Es ist, guckt euch an, es ist so grausam. Sei vorsichtig, Alice. Ach, mach Sachen! Aber hier war ich doch schon. Warte mal. Ach ja, der Zeldri. Bist ja auch wieder da. Grüß dich.
muss ich... Hä? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich lang muss. Ich fühle mich gerade so ein bisschen... So, die Flasche da unten habe ich. Unten war ich. Also macht das keinen Unterschied. Hier runter muss ich. Ich weiß, warum ich dieses Level nicht so mag. Ach, Mann. Ah, hier ist offen. Hier ist aufgegangen. Okay, dann weißt du Bescheid. Wie lange sind wir eigentlich schon online? Viel zu lang. Ist egal, komm, drauf geschissen. Heute ist Freitag. Ich habe die ganze Woche nichts gemacht. Ich hab Bock. Ja, ansonsten... Muss mich ein bisschen konzentrieren, weil ich glaube, das Puppenhaus hier ist richtig. Boah, da habe ich jetzt einfach nur nach Instinkt gehandelt. Das passt aber soweit ganz gut. Jo. Ansonsten, ich weiß nicht, wir haben heute auch schon ein bisschen gespielt. Ich hatte erst Lust, noch eine Runde Pokémon zu spielen, aber... Finde ich, muss nicht sein. Oh, du Ratte, du Elende! Jetzt aber mit der Teekanne. So. Sekunde, von da kam ich doch, oder nicht? Nee, kam ich nicht. Okay, Oh, war das knapp. So, wenn die Bombe nämlich aufhört, geht das Ding nämlich nach unten. Super. Mist, da war noch ein Puppenkern, den hätte ich gerne mitgenommen in den Zähnchen. Aber auf der anderen Seite... Also mit 10 spart sie hier nicht. Kannst du aber glauben, ich habe jetzt alles geupgradet, ich weiß nicht, wohin mit den anderen 10. Das hört sich so an, wenn die schrumpft, ey, als würde die... Als würde die so richtig abfurzen. Denn hier? Hier muss es doch irgendwas geben. Das haben sie doch nicht umsonst gemacht. Da unten gibt es nur Zähne. Die interessieren nicht. So ist es einfach. Okay, hier gibt es noch einen Schalter. Yo. Ja, auf Twitch ist nicht ganz so viel Hate. Los wie auf YouTube. Obwohl wir darüber ja auch schon gesprochen haben. Yo, man kann's übertreiben. Ich glaube, das war knapp. Das war zu knapp. So, jetzt will ich mal kurz in den Chat gucken. Super. Sieht eigentlich ganz gut. Ich finde sowieso die Stream-Option viel geiler. Weil ich muss halt nicht permanent die Zuschauerschaft... Wie heißt es? Manipulieren, indem ich zum Beispiel mit meinem iPad zugucke und so weiter und so fort.
das läuft alles über OBS. Das ist wunderbar. Jo. Ich will dieses Puppenhaus hinter mich bringen. Da ist jetzt was aufgegangen. Okay, also muss ich permanent hin und her und zurück und hast du nicht gesehen? Alles klar. Oh. Ja, sollte man vielleicht nachdenken. Es war so klar, dass es dieser Schalter ist. So, der Mr. Bunny hält nicht mehr lange durch. Wäre ich dann noch in Sicherheit? Nee. Kommt sie vor wie im Schlachthaus. So, Blub ist weg. Das bedeutet, wer ist eigentlich dann noch da? Vier Leute. Die Hino ist noch da, die Sakura ist bestimmt noch da. Und... muss ich wirklich hier rüber? Bin ich ein bisschen weit? Oh, das Ding kommt ja zurück. Er kommt mir entgegen. Gut, super. Dann mache ich es wenigstens richtig. Haha, ich schieße von weitem hier. Seid schutzlos gegen die Macht von Alice. Let's go. Bam, 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 bam. Alice schießt mit der Pfeffermühle auf kleine Tierchen, weil es ihr gefällt. So, eine Flasche eingesammelt. Was haben wir hier? Zähne. Zähne brauche ich nicht mehr. Der Rest ist für die Zahnfee. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Hino, ne? Also Hino ist anwesend, Sakura ist anwesend, Justin ist anwesend. Ihr bleibt da oben. Ich hab... Wow. Ah, das war nur so ein Abgrenzungsgebiet. Es war ein bisschen... Alter. Wow. Man kann es auch knapper scripten. What? Polly Pocket. Yay! Spiel mit mir! Baby macht Feuerschild. Aua. Böses Baby. Böses Baby. Ich hab gesagt, böses Baby. Böses Baby, mach Sitz aus Platz. Alter Schwede. Also wenn meine Kleine so ein Bäuerchen machen würde, du, dann würde ich aber... Dann hätte ich aber Minderwertigkeitskomplexe. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Das stimmt. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handeln. Habt das gehört? Die Grinsekatze hat's gesagt. So, warte mal, ich muss doch hier lang. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Dadurch könnte ich... Hier geht's sonst nicht weiter und von da kam ich, okay. Ne, von hier kam ich. Das bedeutet, ich kann auch hier weitergehen, in der Hoffnung, da noch irgendwas zu finden.
Ja, hat sich doch gelohnt, Erinnerung. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen, Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Tja, wenn die Euphorie nicht stimmt, ne, dann muss man da etwas anders... Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Naja, ich muss jetzt wieder töten oder werde getötet. Die kann es cool. Super. Wunderbar. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Gut. Hoffentlich kriegen wir bald eine neue Rose. Boah, da werden die Hände aber schwitzig, du. Das kannst du aber glauben. Alice mit dem Schleifchen ganz still und stumm. Da kommt, nimmt sie das Steckenpferd und haut die Puppen um. Trullali und Trullala. Wen haben wir denn da? Die Alice. Die macht's klar. Wen haben wir denn da? Das ist doch die Alice. Die machen wir uns klar. Yay! Doch Alice hat keinen Bock. Auf den Ehepflock. Und was? Was denn nun, Zeldri? Deine kleine. Ja, das mein klein. Was? Moment, ganz ruhig. Ich hab jetzt so viel Müll gelabert, das bedeutet, ich hab keine Ahnung, was ihr da. Meine kleine. What? Keine Ahnung, was ihr da gerade meint. Weil ich gerade gesagt habe, meine kleine Alice? Ernsthaft? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Sekunde, ich... Ihr habt mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich habe keine Ahnung... was ihr mit meiner Kleine meint. Ich hab's total vergessen. Ihr dürft halt nicht vergessen, dass ich hier gerade auch selbst so ein bisschen bin. Bin hier gerade so ein bisschen getiltet. Irgendwas hat der Hebel bewirkt. Wenn meine Kleine so ein... Ach so, ja, meine Dingsbums hier, keine Ahnung, Tochter, Kind, Baby, je nachdem, falls ich mal irgendwas haben sollte. Wenn meine Kleine so ein Bäuerchen machen würde, dann aber... würde ich echt Komplexe haben. Also kannst du dir vorstellen, wenn... Kannst du dich als meine Frau schon einrichten, dass... Wenn das Baby ein Bäuerchen macht, muss ich das natürlich toppen.
Ne? Also wenn die Kleine macht, dann kommt aus der anderen Küche vom Grab. Das meine ich damit. So in etwa, genau. What? What? Okay, alles klar. Ich will mich nicht beklagen. Dieses Puppenhaus ist echt komplex. Weißt du das? Lass mich raten, ich muss da jetzt irgendwie rüber, den Schalter betätigen, dann hauen da... Wir sind gleich wieder da. Entschuldigt bitte. Das war gerade einfach blöd gelaufen. Da hatte ich einfach Dingsbums jetzt gerade einen Router Cup. Also von daher sorry. So, und was jetzt? Ihr seht mich wieder. Ich bin wieder da. Für euch. Hoffe ich zumindest. Jo, das war knapp. Alles klar, super. Ja, das ist normal. Ich habe zu dieser Uhrzeit einfach immer einen Router Cup. Bedeutet, also Router Cup bedeutet so viel wie, der Router resettet sich, kriegt eine neue IP und fängt dann an, Dingsbums. Und fängt dann an, ja, wieder sich neu zu fangen. Das ist aber völlig normal. Wenn man das nicht hat, hat man eine feste IP, was ich ganz ehrlich sagen muss, ein bisschen zwiegespalten ist, weil in Deutschland ist das so unter anderem nicht üblich oder nicht legal, eine festzusitzende IP-Adresse zu haben. Macht alles so ein bisschen kompliziert oder auch schützt die Anonymität, macht aber alles auch ein bisschen kompliziert. Zum Beispiel mit sowas wie Minecraft-Server hosten. Deswegen braucht man solche Services wie zum Beispiel braucht man DNS-Server oder DNS-Services, wie ich zum Beispiel mit meinem No-IP-Dingsbums. Sebastian, eine Pflanze hebe ich mir mal auf. Ja, da kannst du nicht ausweichen. Wird gelaufen, ne? Alter, wie die gleich abdreht, ey. Und von daher, ja. So, da geht's weiter. Nee, ich glaube, hier geht's offiziell weiter. Muss mal ganz kurz überlegen. Ich treffe dich trotzdem, ich treffe dich trotzdem. Na komm, Püppchen. Focus. Where are you? I'm trapped in my past. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It's a memory.
My wonderland's shattered. To work.